Eine schöne Osterkerze im traditionellen, klassischen Sinn, das ist nicht sein Ding. Die Osterkerze von Siegfried Neuner spricht eine ganz eigene Sprache. Die Hauptarbeit ist getan, jetzt geht es an die Details. Vom Handwerklichen her ist es so entstanden, dass ich eine alte Osterkerze zerteilt habe. Ich habe sie einfach mit dem Beil auseinandergerissen und die Bruchstücke, die so entstanden sind, habe ich in der neuen Osterkerze drapiert. Es geht um Geburt, es geht um Enge. Und das waren so Stichpunkte für mich, das darzustellen, die Enge. Das heißt, es bricht was auf und aus dieser Enge entsteht was Neues. Die Enge ist der Weg, war das Motto der Fastenzeit. Dazu hatte Pfarrer Birkle, der noch bis vor kurzem hier Seelsorger war, ein religiöses Kunstobjekt geschaffen. Aus einem schweren Baumstamm mit Hilfe einer Motorsäge. Grab Christus und Osterkerze sind auch für Pfarrer Kretschmer ein wunderbares Bild für die Osterbotschaft. Wir können uns da gut wiederfinden, dass wir öfters in enge Situationen, in die Bredouille kommen und schreien und rufen nach Befreiung. Herr Neuner hat es, ohne jetzt mein Dazutun, kreativ einfach sich mit diesem Holzobjekt auch auseinandergesetzt und hat dann diese Idee mal vorgeschlagen und auch gezeigt. Und ich bin ganz begeistert, dass jetzt so eine einmalige Osterkerze entstanden ist, dass aus den Trümmerteilen einer alten Osterkerze diese neue Osterkerze herauswächst, gleichsam aus der Enge in die Weite, aus der Dunkelheit des Grabes ins Licht. Die Kirche St. Thomas Morus wurde 1972 erbaut. Minimalistische Architektur, ohne Kniebänke, innen mit Sichtbeton. Nichts lenkt ab, umso besser können sich in diesem Raum religiöse Kunstwerke entfalten. Eine Kirche, die inspiriert. Siegfried Neuner ist seit 30 Jahren hier Mesner. Er setzt sich mit seinem Glauben und dem Kirchenraum auseinander. Als Mesner lebt man das ganze Jahr in der Liturgie und man macht sich auch seine Gedanken drüber. Und unsere Kirche lädt auch dazu ein, dass man Symbole bringt und dass man Kraft bringt. Und das drückt das alles natürlich aus, auch in die Farben. Es geht um Rot, die Geburt, und die Schmerzen. Es geht aber um Gold, die Herrlichkeit, die man darstellen will. Und so sieht sie am Ende aus, mit fast 10 Kilo doppelt so schwer wie sonst. Alpha und Omega und die 5 Nägel, die Wundmale Jesu, dürfen natürlich nicht fehlen. In der Osternacht steht diese Osterkerze neben dem umgedrehten Baumstamm, dem leeren Grab. Und das spricht wirklich für sich.